So, und jetzt freut euch mal so schön darüber. Ich meine, Foto, hallo, stell euch mal die Tannenbäume. Sterne, ohne Leiche. Hörst du auf zu Tim, warst du da? Hallo und frohe Weihnachten und sonstige Feiertage, was auch immer ihr gerade feiert, yes. Bei uns Weihnachten. We love it, we stan, frohes Whatever, vorsest. Ja. Mein Gott, wir heute in der Weihnachtsedition mit Muttern und Schwestern. Hallo! Jill aus der Ferne zugeschaltet, der über Satellit. Es wird wieder gedaddelt. Wir dachten, wir versüßen euch heute Morgen, wann auch immer ihr das guckt, ein bisschen den Tag. Hoffentlich, den Heiligabend. Ja, den Tag. Bei uns den Heiligabend. Bei uns traditionell. Eigentlich früher haben wir immer, Jill, Marvin und ich haben immer, sind ganz früh morgens, dann so um 8 oder so, zu einem rüber, haben uns dann ins Bett gesetzt, irgendwie zu dritt, als das noch ging. Und haben dann irgendein Weihnachtsfernsehen geguckt. Muppets oder irgendeine Weihnachtsgeschichte oder so. Und deshalb ist das Video jetzt auch so früh online. Hallo. Denn ich hoffe, dass vielleicht einige von euch sich freuen und das auch so ein bisschen mitnehmen. Deshalb am Morgen schon sehen können. Wir sehen können, alle super vorbereitet, nur Marvin Magnificent. Actually, ich sehe aus, wie ich immer aussehe, wie ich aussehe vor unserer Summer Break. Eigentlich muss ich mich umziehen, um completely honest zu sein. Tja. Aber ja, kann sich hier jeder mal vorstellen, weil keiner weiß, wer ist, glaube ich. Ja, genau. Actually. Wir stellen uns mal am besten vor. Also die klatschende Irre ist wer? Die klatschende Irre? Das bin ich. Liebs. Und was richtig lustig ist, finde ich, Hauptsache wir haben alle was so Rotes an, nur Marvin einfach. Ja. Kann Marvin sich eigentlich schön, umziehen, dass nochmal der Shade genannt werden muss. Ja, das kannst du. Also, du kannst Und dann hier die Blumenolle. Die mit den Blümchen über Kopf und dann kommt sie der Schwarze, das bin ich. Magst du dich mal, Marvin, geh mal bitte einen Schritt zur Seite und lass mal, zeig mal Mutti, dreh dich mal bitte. Du hast so ein, ich spiele ja auch überhaupt gar nicht mehr, aber Mutti hat so eine schöne Tasche. Dreh dich mal. Jawollon. Ja. Geil. Ui. Ja, und das hat übrig bleibt hier drüben. Oh, X3, ich lieb's. Genau, hier die winkende Person. Ja, hier winkt niemand. Ich muss jetzt mal los, mich umziehen. Crazy mitkommen. Okay, weiter geht's. Zack, zack, ein bisschen Action hier rein. Ist ja langweilig. Los. Okay. Hallo. Moder am Randalieren. Einmal bitte mitkommen. Oh, ist das schön. Ich finde das so schön. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass wir alle zusammen sind. In Zeiten von Corona ist das eben möglich, dass man Weihnachten sich auch trifft. Wenn auch nicht, wenn auch virtuell. Aber ich finde das richtig gut. Also, wenn ich hier reingehe, seid ihr dann alle weg? Nein, wir kommen alle hinterher. Wo bin ich denn? Mein Gott, was habe ich denn noch für Kram dabei? Also, jetzt muss ich ein bisschen gucken, wo ist er denn hin? Da hast du recht, Mama, in seinem Haus. Ich finde das auch mega cool, wenn man so zurückdenkt an früher. Da ging sowas ja überhaupt nicht. Genauso auch mit Videochat. Und jetzt können wir hier einfach uns treffen bei Animal Crossing. Da geht gar nicht. Was muss ich denn drücken hier? Da. Habe ich irgendwas zum Anziehen hier drin? Ja, das finde ich halt richtig gut, denn dieses Jahr heißt ja das schöne Lied Coming Home for Christmas, aber ob das dieses Jahr möglich ist, das ist halt so die Frage. Aber auf jeden Fall können wir es über die Switch. Ja. Und das finde ich richtig cool. Ich finde es richtig cool. Das hilft mir auch ein bisschen irgendwie, finde ich schön. Was ist das hier? Ich kann nichts sehen. Ganz süß. Ja, ich finde das total süß. Auch wenn das virtuell ist, man ist zusammen und dann fühlt man sich irgendwie automatisch ein bisschen näher. Guck mal, mein Tauchanzug sieht sehr weihnachtlich aus. Sehr gut. Mütze habe ich nicht, passt. So, ihr lieben Zuckermäuse. Ich hab nichts anderes. Das sieht ja sehr sportlich aus. Muss ich jetzt was kaufen gehen? Mutti lacht dich aus und chill so. The Shade. Ist doch egal. Ich gucke im Einkaufsladen. Komm, wir gehen mal im Shoppen. Ist der geöffnet? Warum nicht? Ja, das ist der 24. Das haben wir gleich mal feststellen. Ganz im Sinne des Weihnachtens shoppen gehen. Ja, wo sind denn die ganzen Mäuse? Wo sind sie denn, die Kinder? Ich komme nicht aus dem Haus. Meins, Nummer 2. Also Nummer 3. Deine Nase erinnert mich an Olaf. Schiebt mich einer voran. Was? Meine Nase erinnert dich an Olaf? Verzeihung. Olaf von der Schneekönigin irgendwie. The Shade. The Shade. Komm mal mit, komm bitte. Wo muss ich rein? Schneiderei, hier bitte reingehen. Ja, ich weiß nicht, ich hab irgendwie keine.
Hallo, kann ich bitte rein? Ja, Jill steht da vor und klopft nicht. Ah, yes. Nein, das war Tim. Ja. Oh Gott, oh Gott. So, was ist jetzt hier weihnachtlich? Geh auch gleich in die Umkleidekabine. Ach, kann ich das da? Okay. Hallo. Ich finde das köstlich. Ja, weil Mutti wahrscheinlich gerade reingeht. Ich bin doch gerade drin. Jetzt muss ich mich wieder ausziehen. Nee, du musst mein Taucheranzug ausziehen, oder mich ja, dieses Spiel. Ja. Leute, so, lass genau, weil du nicht nass rein darfst. Das habe ich auch schon gesagt bekommen. Oha, was geht hier denn ab? Probier mal ein paar einfach an. Was mit dem Anorak da oben? Das sieht ja ganz neu aus. Früher war das ja, so. Warum man die? Schwarz? Ja, nee, aber so da drüben, so ein Grün oder irgendwie so. Oder so ein Polymantel kommt auf. Ah. Nips. Haben wir alle die gleiche Frisur? Ha? Haben wir alle die gleiche Frisur? Mama, dreh dich mal um. Also ich nicht. Wo bin ich denn? Nach hier bin ich. Muss ich mal eine Mütze absetzen? Nee, ich hab's hier so übers Ohr. Guck. Süß. Ja, ich hab und Mutti hat einen Pony. Ja, genau. Und du hast keins. Ich. Ui. Das ist das Mallorca. Für Weihnachten? Für Weihnachten, geil, ey. Er mit dem Trinkstrohhalm. Ja, er hat gerade so einen Trinkstrohhalm-Brille. Hart geil. Ach, das ist ja das richtig sehen, nice. Stimmt. Die Klamotten sind aber echt geil. Kann ich auch da rein, während Marvin sich umzieht? Ich guck nee, mal das kannst kurz. Du nicht. Ach, ich muss das jetzt auch noch alles kaufen. Was muss ich denn hier drücken, um das zu kaufen? Ich bin so blind. Plus. So, super. Weihnachtsoutfit steht. Zack. Guten Tag. Servus, Christi und hallo. So. Unfassbar, ey. Unfassbar. Und jetzt, meine lieben Kinder, suchen wir uns den schönsten Tannenbaum. Den schönsten Tannenbaum. Ja. Los geht's. Actually, ich möchte hier mal vom Stollen abbeißen. Ja, wir haben ja auch so ein bisschen hier so Schokoladen-Lebkuziatius und hier ein bisschen Stollen oder was. Ich habe hier einen kleinen Glühwein am Start. Ist mir schon ganz weihnachtlich. Wir haben uns auch gerade eben Mariah Carey reingepfiffen wie die Ollen. Liebs. Weißt du eigentlich, was die für ein Geld macht? Jedes Jahr. Nur zur Weihnachtszeit durch Streaming. Du musst mal überlegen, früher. Jetzt müssen wir erstmal ein hier Foto hoch machen, Kinders. Wo gehen wir denn hin? Wo ist denn der Wald? Hier lang. Entschuldigung, Folge. Früher musste man. Wieso hast du denn so ein Sommeroutfit hier? Früher hat man halt so ein Album gekauft und dann hat man einmal das Geld bezahlt, der Künstler hat es bekommen, seinen Anteil und das war's. Jetzt bei jedem Stream bekommt der Künstler Geld. Überleg mal, wie oft All I Want for Christmas gespielt wird von Mariah Carey einfach. Unfassbar. Was die nur durch den Song verdient. So, wo finden wir denn jetzt einen Weihnachts- ordentlich reingeschissen, ey. Wir brauchen eine Tanne, ne? Ja, wir müssen dann suchen, dann hab ich Tannen. Ich hab gar keine Tannen auf dieser Insel. Gibt's keine Tannen mehr? Brauchen wir eine. Was? Hab du hast keine Leiter? Tannen mehr? Die werfen ja nichts ab. Das wär's jetzt noch. Oh, ich hab noch was Schönes. Habt ihr alle eine Leiter? Oh, Geldbaum. Geil. Könnt ihr bitte aufhören? Entschuldigung. Verzeihung? Kannst du. Jill? Man darf kein Geld pflücken. Das macht man nicht. Ich liebe, wie schnell Jill immer so reagieren kann. Ich so, ja, Jill ist richtig drin. Jill, die ist immer richtig drin. Die schüttelt immer alle Bäume ganz schön. Ich hab original seit Ostern da nicht mehr ist gespielt. Einer. Oh, ich hab einen Weihnachtsbaum gefunden. Mein Gott, alle. Kommt ihr bitte jetzt zum hoch. Teich hoch müsst ihr oh, alle. Oh nein, ich hab keine Leiter mehr. Ich hab die Leiter. Ja, das ist deine Strafe, weil du Klaus. Hast du keine Leiter mit? Das vergisst du ganz, Mama. Ganz oben bei dem Teilchen, da oben. Chill. Tja, Jill, du bleibst jetzt erstmal unten. Ja, dann kaufe ich mir eine bei dir. Das wie schön. Und ich habe noch was eine Schönes süße Ecke hier mit, Leute. Tja, Jill, die Geschenke gibt's hier oben. Warte, ja, warte, warte mal. Laden. Ich kaufe mir leider. Nein, alles gut. Das ist richtig süß hier. Sollen wir Jill abholen mal, oder sollen wir warten? Was ich noch mit habe. Wir warten auf Jill. Mach mal die Kamera ein, flacher. Was? Achso, ich. Siehst du, was ich mache? Wie süß. Was nein, machst du denn? Ich noch nichts. Was machst du? Ja, wir sehen deine Bildschirme. Hier liegt was. Mutti, was machst du? Hat das jemand reingesammelt? Ich sehe nicht, Tim blockiert mich. Ja. Achso, Verzeihung. Ihr habt die Weihnachtsdiktik. Oh, wie süß. Süß. Oh, Mutti. Warum aber nicht zum Weihnachtsbaum? Warum zur Orange? Damit ihr das seht. So. Ach, Sternsplitter hast du mitgebracht. Alter, ich sitze hier keine 10 Minuten und hab schon so Rücken, ne? Ich auch. Oh, ich hänge auch schon die Gollum hier unten. Oh. Was nascht ihr denn so Schönes zu Weihnachten, Freunde? Erzählt mir mal. Was bitte? Puh. Ich kann keine Leiter kaufen. Das muss mir einer machen.
Mein Gott, ist das unser Video? Kann, ja. Kann man die runterwerfen? Unser Weihnachtsvideo. Für mich? Die Leiter. Von oben runter? Achso, ja, weiß ich gar nicht. Marvin, du musst schnell runter. Kann man doch eine keine kaufen? Ich wäre schon am Weg. Man braucht viermal Holz von allen. Ja, und wo ist denn der Baumstamm zum Arbeiten? Hey, man kann ihn nicht kaufen? Nee. Geht nicht. Was ein Leben. Ja, aber man sieht die doch jetzt gar nicht, die Sterne. Da muss ich hier ein paar Pflanzen rausrupfen. Man sieht sowieso nichts mehr von euch, weil ich gerade wegrenne. Da ist Jill. Hallo. Jill mit der Axt. Sie so. Renn, Marvin, renn. Vor allem mit den roten Augen, ey. Creepy as hell. Jill, she's out for blood. Hast du einen Keller? Habt ihr einen Keller? Was will Jill im Keller? Rennt mit einer Axt rum und fragt, ob wir einen Keller haben. Bin mir nicht so vertraut. Jill, Halloween ist vorbei. Habt ihr eigentlich gesehen, dass ich auch rote Augen habe? Ja. Was braucht man? Hartholz? Hartholz, viermal Weichholz und wie heißt das andere Holz, das normale? Holz. Ich hab das, glaube ich, nicht, oder? Holz, da müssen wir einen Baum pflücken. Warum? Wo ist denn die Arbeit? Und das. Wo ist denn die Arbeitsstelle? Wir brauchen Weichholz, Mutti. Mein Gott, das kann doch jetzt ja wohl nicht unsere Folge sein an Weihnachten. Das ist unser Content. Na hier. Hast du Weichholz jetzt? Aber ich weiß nicht, wo ich eine Bank habe zum Bauen. Also, Leute, da ging es rein, ne? Einmal gut. Kacken. So, ha? Dann kacken. Wo? Im Rathaus. Hinter die Tanne. Mach mal so, ich. Merry Christmas. So, Jill, einmal mitkommen, bitte. Ich hacke, habe ich gesagt. Hacke. Da weiß ich nicht, der Glühwein noch drückt. Joa. Disgusting. Folge dir. Sehr gut. Oh, jetzt habe ich Schlagholz gehabt. Also du hast mich weggestoßen, ich wollte rein. Ja, aber draußen. Hey, wo ist jetzt eine Bank hier? Ach, Leute. Ja. Jetzt hab okay, ich Jay, ich... Diese ganzen Blumen... Erstmal umgestalten. Ich hab noch nie was umgestaltet. Oh, ist das cool? Oh Gott. Ich, ja, was? Was ist das denn? Pharao-Maske? Was ist das? Baumfruchtbäumchen, okay. Süß. Ja, Leute. Ich dachte, ich habe alles eingepackt. Ich habe erstmal drauf geangelt mit, den Stab mit, was zum Tauchen, Kesche, eine Schaufel, eine Axt. Und dann habe ich die olle Leiter vergessen, weil ich die nie brauche. Hast du keine Erhöhung auf deiner Insel? Also, nö, ich habe überall... mit dem Fuß wippt. Jill steht so komplett ungeduldig draußen. Dauert das so lange. Ja. Kannst du dafür auf dem Festplatz ist kein Platz dafür machen. Der ist auch so klein. So, Madame. Oh, wie schön das hier oben ist. Oh, falsche Emoji. Mutti hat's voll schön gemacht. Danke. So, ich komm. Let's go. Danke für dein Einsatz. Du mit deinem Stab. Mein Gott. Oh Gott. Leute. Guck mal, Jay. Die ist geil. So, ja. Wie süß. Was für eine Stimme? Die hat ja auch nichts mehr. Oh, aber nett. Hallo. Ich dachte, sie hat so eine tiefe Stimme, aber sie sieht echt sehr süß aus. Komm. Fest. Komm ran jetzt auf den Meter. Wir müssen so den alten Trollern. Was ist das denn? Oh, ich bin wieder ganz müde. Trollern. Direkt wieder ins Bett. Wo bist du, Mann? Früher gab es Kakao, komm, heute jetzt. Glühwein. Bei mir gibt's Johannes besser. Wo bist du? Hier, hoch. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie verbringt ihr so den Tag? Traditionell oder nicht traditionell? Wie ist bei uns? Bei uns war eigentlich so morgens im Bett liegen und irgendwelche Serien gucken, dann irgendwann frühstücken, ganz regulär. Ich glaube, das war halt also schon mit Brötchen oder was. Also so ein Sonntagsfrühstück, aber... ganz entspannt. Ganz entspannt. Dann, und dann, wie war dann, dann? Dann hatten wir immer, ich kann weiter erzählen, dann hatten wir immer Heiligabend, gab es dann bei uns auf jeden Fall, entweder haben wir das abends gemacht, dann gab es uns immer so Kartoffelsalat. Und Jill, auch gleich zum Essen, straight. Es gibt keinen Nachmittag, weil Jill so, ja, alles gegessen. Und dann gab es Kartoffelsalat. Bei mir gab es nur Essen immer. Also es gab erstmal am Heiligabend war immer traditionell. Wir haben dann noch was eingekauft, was nötig war, bis 12.
Ah ja, so frische Sachen. Und dann war es so, ab 12 haben ja die Geschäfte zugemacht oder um 1. Und dann haben wir uns umgezogen, also ein bisschen was gegessen. Dann haben wir uns umgezogen, dann sind wir meistens ins Krippenspiel gegangen. Um 15 Uhr. Und meistens mit Oma und Opa schon. In die Kirche dann. Genau. Mhm. Und dann sind wir mit Oma und Opa zusammen zu uns gefahren und haben dann erstmal noch Plätzchen gegessen. Mhm. Diese ganzen Rosinen in diesen Stollen. Du musstest du ja nicht essen. Boah, ich dachte mir vorhin noch so, ich habe mir so gegessen und dachte mir so, ich will eigentlich nur diesen Stollenteig mit Butter und dieser Dingens. Und dann habe ich das gegessen und dachte mir wirklich beim ersten Bissen echt so, irgendwie finde ich das mit den Rosinen doch gar nicht so eklig wie sonst. Jetzt esse ich so das eine Teil. Nur Rosinen. Extrem viele Rosinen. Boah, das ist eigentlich nur Rosinen. Ja, aber das sagt ihr jedes Jahr bei jedem Stollen immer so, oh, da sind aber extrem viele Rosinen drin dieses Jahr. Disgusting. Wer hat du sich das überlegt? Du hast noch nie Rosinen. Und vor allen Dingen, warum gibt es keinen Stollen ohne Rosinen? Einige mögen auch keine Zuckerarte, da brauchen wir keinen Stollen mehr essen. Hat jemand einen Elternteil in der Rosinenstollenindustrie? Kann da jemand mal sagen, in die Kommentare schreiben, warum? Aber erzähl weiter. Ja, Oma, Opa. Was haben wir dann? Kaffee und Kaffeekuchen, Plätzchen und Stollen gegessen mit Rosinen. Hm. Und dann haben wir aufs Christkind gewartet. Bitte? Waren wir nicht im Krippenspiel in der Kirche meistens? Das hatte ich bereits gesagt. Wir waren im Krippenspiel. Oh, das habe ich nicht gehört. Sorry. Im Kindergottesdienst. Um 3 war der meistens. Genau. Und dann haben wir gewartet und dann wurde dann Bescherung gemacht. Um 17 Uhr ungefähr. Da hat es dann keiner mehr ausgehalten. Da wurde dann die Glocke geläutet. Da wurde dann geläutet und dann war das Christkind da und dann wurde ausgepackt. Genau. Gesungen. Ach so, ja, die auch noch. Oh, oh, ah ja, erst wurde gesungen. Frohe Weihnachten. Sollen wir mal einen Ausflug machen nebenbei oder haben wir jetzt ein Standbild für 10 Minuten am Lager? Ich wollte nur kurz einmal fragen. Wir hatten so einen Plastik-Weihnachtsmann-Kopf im Flur hängen mit so einem Infrarotmesser. Und jedes Mal, wenn man dran vorbeiläuft, macht er so, ho, 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 frohe Weihnachten. Und spielt dann, weil die Batterie immer so ein bisschen leer ist, so ein bisschen schief. Da, 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 da. Es war, und dann irgendein Weihnachtslied. Es war so herrlich. Kann ich mehr. Der nach links. Ho, ho, ho. Vor allem jedes. Hier gibt es ganz viele Tannenbäume. Vor allem Mutti hat den auch immer so platziert, dass der neben der Treppe hing. Das heißt, jedes Mal, wenn die Treppe runtergekommen ist, hat der einen angeblöckt. Und er war auch so laut. So, und jetzt freut euch mal so schön darüber. Ich mache jetzt ein Foto. Hallo, stell euch vor, Tannenbäume. Ich hab die Sterne. Ohne Leiter. Hörst du auf zu Tim, warst du da? Ich find's großartig, dass du das gleich hast. Get in position. Hallo, wo bist du, Mama? Ich bin hier. Ich bin bei den Sternen. Ich stand da oben. Ach, du willst jetzt auf dem Weihnachtsfoto willst du an den Sternen stehen. Mutti will jetzt alleine stehen. Ja, komm mal ein bisschen weiter von den Blumen weg. Ich meine, ihr steht ja beim Frühling. Kommt mal weiter rüber, wo die Sterne sind, da ist auch ein Baum. Dass du immer den Ton angeben musst, ne? Ich bin doch die Mutter. Warum gehen wir denn nicht hier hin, wo Mama geschmückt hat? Warum hast du die Sterne an den Laubbaum gesetzt? Nein, hier war Platz. Da hinten sind wir zu viel Blumen. Wo seid ihr denn? Oh, am was? Mein Gott, das ist ein Video. Warum hast du denn noch die Leiter in der Hand? Weil ich dir gleich eine rüberziehe. Was? Deswegen. Hey, guck mal in meine Augen. Sind die rot oder sind die rot? Siehst du das? Braun. Jill sind ein bisschen rot. Was? Meine sind doch nicht braun. Hä? Meine sind orange. Mama, wo sind meine Augen braun? Achso, so, get information. Begeisterung. Okay. Ja, Moment, zack, nicht los so jetzt. Auf Kommando. Moment! Okay. Bei mir kommen schon keine Noten mehr. Jo, warum kommt da nichts mehr? Wer guckt noch auf sein Handy? Tim! Achso, verzeih. Tim guckt doch aufs Handy. Was machst du? Ich. Mein Controller. Was machst du denn so krass? Tim, wieso machst du keine Emotion? Alles nur, weißt nur du nicht. Mein Gott, actually. Gott. So, ja, vergesse, wie die Tasten funktionieren. Was muss ich denn drücken hier? Hinten rechts. Ah, oh, oh, süß. Noch du näher ran. Rechts drücken und dann die Emotion. Hä? Und dann hier und dann da. Ah, hier. Ah, okay, da ist mein Telefon. Oh, ich wollte dir Instagram geschenkt. Oh, Tim. Okay. Verdammt. Lieb's. Nee, da. Ist actually Panik. Ah, hier. Oh Gott. Da. Oh, nee, Gott. Falsch. It's like an amazing Christmas. Oh, chill, wie guckst du denn? Was hast du denn?
war Tim so lange. Ah, ich müde mir mal. Wir zwei. Willkommen zu Flutter Gaming, wo wir schon wieder komplett fertig sind. Oh mein Gott. Ja, was machen wir denn jetzt Schönes? Wir erzählen weiter. Jetzt gibt's Geschenke. Wir erzählen weiter. Geschenke? Mein Geschenk liegt unterm Baum. Eins habe ich hingelegt. Mein Geschenk könnt ihr euch ausbuddeln. Sucht euch was aus. Hey, Merry Christmas. Hier gibt's ein Ass. Ich habe auch bestimmt ein Geschenk dabei. Moment. Was? Oh mein Gott, es gibt so Filter? Completely disbelief. Ah, weihnachtlich. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus aus der Kamera? Und dann ist es genau unter dir, Jill. Ah, ja. Ja, aber ich habe mir die Farben nicht so ganz gemerkt. Ich habe grün, blau und lila. Lila ist für Jill. Grün ist für Marvin. Was ist blau ist für Tim. Es gibt zweimal grün. Das linke mit der roten Schleife ist von mir. Das ist für dich. Oh, nee. Ich glaube, ich habe original halt einfach noch die Sachen dabei, die ich von Ostern? Von dir zu Ostern bekomme. Oh mein Gott. Vielleicht schenke ich dir einfach zurück. So oft spielst du. Tja, Jill, das Lila ist für dich. Grün ist deins mit rote Schleife. Grün mit rosa. Ich glaube, ich schenke euch nichts, einfach so viel Scheiße nur dabei. Es tut mir wirklich leid. Ich bin leider nicht vorbereitet. Was, das rosa ist meins? Also hier liegt ein Geschenk, aber das weiße Papier sieht aus wie grau. Jill, was hast du? Wo ist das Richtige eingepackt? Das Rosa ist Marvin. Achso, Marvin muss ich noch um. So. Und das Blaue ist Tim. Ja, das Blaue ist Tim. Ich so, Kinder, es gibt Geschenke. Eins, zwei, drei. Oh, das Geld, versteckt. Das einer hat Glück und bekommt mehr als die anderen. Ihr müsst herrlich. Ja, ich habe meine Switch ausgemacht. Du hast deine Switch ausgemacht? Oh. Dann bist du weg. Ich bin so gewohnt, die auszumachen. Moment. Er reißt ab. Anscheinend ist jemand heimlich verschwunden. Moment. Wo bist du denn? Moment. Oh, sorry. Naja, also, aber um die Story weiterzuführen. Was passiert da jetzt? Heutzutage. Ach, du fliegst jetzt richtig. Ja. Komm jetzt ab oder so. Um die Story weiterzuführen. Heutzutage. Oh, es war so schön letztes Jahr. Es war so schön. So, wir haben die Roomtour bei Marvin ist schon draußen, ne? Ja. Mhm. Auf Marvins Kanal ist die Roomtour, habt ihr bestimmt alle gesehen. Wenn nicht, so sah das aus. Ihr müsst euch jetzt vor diesem riesigen Fenster halt einen Weihnachtsbaum vorstellen. Oh ja, Mann. Oh ja. Und wir haben das dann, ne, man kann die Tür noch nicht zumachen oder so, wir haben den dann... Fangen wir jetzt alle wieder von vorne an? Ach stimmt, es war ja hauptsächlich auch so, wir haben den Weihnachtsbaum auch immer erst zum 24. angemacht, gell? Zu Hause immer. Nee, wenn wir abends zu Hause waren, dann vielleicht schon vorher oder hatten wir den immer erst? Der Weihnachtsbaum war immer in der Kindheit, genau. Ja, das war traditionell. Am 24. wurde dann auch zum ersten Mal der Weihnachtsbaum angemacht und man hat ihn zum ersten Mal gesehen. Man ist ins Weihnachtszimmer reingekommen, vorher hatte ihn niemand gesehen. Stimmt. Außer derjenige, der geschmückt hat. Genau. Und wir müssen alle nochmal von vorne anfangen. Aber wie von vorne anfangen? Nein, wissen wir nicht. Aber Mama, du hast den immer erst am 23. hast du den immer erst geschmückt und wir durften den immer nicht sehen. Genau, ich habe den abends dann geschmückt mit Ralf am 23. Dann musst du dir ein bisschen früher ins Bett oder oben bleiben. Ich durfte nicht mehr runter. Genau, und am 24. war es dann so, dass wir den zum ersten Mal gesehen haben. Mhm. Aber irgendwann habe ich dann so ein bisschen erzählt von meiner Freundin Pammy, die immer am 22. in den Skiurlaub gefahren sind. Und die haben immer schon vorher Weihnachten gefeiert. Und dann habe ich gedacht, ja, warum sollen wir das nicht auch machen? Immer vorher den Weihnachtsbaum anmachen und gucken, weil sie eben auch Kanadierin ist und das einfach so Tradition war, schon vorher den Weihnachtsbaum zu schmücken und schon stehen zu haben und find sich zu freuen. Geiler. Ich weiß gar nicht, wie ich in Weihnachtsstimmung kommen soll. Das ist so und dann die ganze Zeit kein Weihnachtsbaum und dann so, Weihnachtsbaum ist da, es ist Weihnachten. Ist so okay. Naja, es ist natürlich schon ein anderer Effekt, auch wenn man den zum ersten Mal sieht. Oh, und es riecht so. Alter, sorry. Das stimmt. Aber ich finde, man kommt richtig gut in Weihnachtsstimmung. Kommt, genau. Wir gehen hier mal nach links. Einmal ich habe jetzt gestern geschmückt Weihnachtsdeko rausgeholt. Und wisst ihr was wir gekauft haben im Baumarkt? Komm her, Jill, wir spielen hier. Was denn? Ja.
Ich schubs dich so auf dem Ding. Wir haben so ein kleines Rentier gekauft. Setz dich drauf. Was sich so ein bisschen bewegen kann. Kann man nicht. Und das haben wir, wisst ihr, wie wir das getauft haben? Welchen Namen? Günther. Rentier. Rudolf. Nee. Beatrice. Jill. Fridolin. Fridolin? Fridolin, das Rentier. Ja, und der kann so süß. Der hat halt vier Beine und dann, wenn du ihn einmal so anschlüsst, dann bewegt er so seinen Po. X, G, nee, X, V, G, W. Was, der hat eine Lampe im Po? Nein, der bewegt seinen Po. So süß. Es ist köstlich. Ja, ich wollte aber noch weiter erzählen. Wir haben ja bitte dann in der Wohnung hier dann immer schon vorher den. Es ist eine Laberfolge. Wem das nicht vorher klar war, dem muss ich Verzeihung. Natürlich ist es eine Laberfolge. Ja, erzähl, bitte. Ich renne dabei einfach im Kreis. Und dann haben wir jemand schon vorher den Weihnachtsbaum geschmückt. Genau. Das wolltest du doch erzählen, oder nicht? Ach so, ja. Ja, also. Ich finde es auch, verwirrend, aber ich stimme dem komplett zu. So dieses. Aber darf ich mal eben was sagen? Ja, ausnahmsweise darfst du jetzt mal sagen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht mit dem Weihnachtsbaum. Ob ihr den vorher sehen dürft oder früher, wie das war. Oder wann ihr den schmückt. Yes. Das ist ja auch ganz interessant, das zu wissen. Oder wenn ihr was anderes feiert, wie ihr in Stimmung kommt. Wenn es da irgendeine Stimmung für braucht. Also bei uns war so, feiern, Feiertag, jetzt ist Stimmung. Wenn du bei dem Mikro so klatschst, dann fokussiert der immer aufs Klatschen und dann ist in dem Moment deine Stimme weg. Ah ja, der duckt das dann so. Aber das liegt dann nicht am Mikrofon, das liegt an der Software, die wir da benutzen. Aber okay, aber ja, naja, und jetzt probieren wir es halt ein bisschen früher zu machen, einfach damit die Stimmung schon da ist, weil es einfach schön aussieht. So. Und genau, und dann so über den 24., meistens auch schon ein paar Tage davor, fangen wir irgendwie so an, so ein bisschen was unter den Weihnachtsbaum zu legen. So ein paar Geschenke an die anderen. Und dann jetzt irgendwie letztes Jahr oder so war es dann so, wir essen dann was, keine Ahnung, wann fangen wir an, 17 Uhr, 18 Uhr, nee, nicht mal, 16, 17 Uhr oder was, essen wir vielleicht was. Setzen uns hin und fangen dann an, der Reihe nach auszupacken. Und mein Gott, ich weiß auch bis heute noch nicht. Bist du eigentlich da? Können wir weiterlaufen? Achso, ja, ich bin da. Ich weiß bis heute nicht, ob ich da wirklich ein Fan von bin. Irgendwie ist es nice, jedem immer einen Moment zu geben und so richtig zu gucken. Aber andererseits dauert es halt auch einfach wirklich 5 Stunden, bis alles ausgepackt ist. Ja, aber hör mal, das ist aber doch. Aber das finde ich mega, mega schön. Ich finde das richtig toll, dass wir uns Zeit lassen, weil ich finde, an Weihnachten, also tut mir leid, aber ich finde mit den Geschenken, das ist halt nur so, es ist halt eine Geste. Das ist auch eine schöne Geste, aber das Hauptsache ist, dass man zusammen ist. Und ich finde das so toll, dass wir uns die Zeit nehmen und nicht jetzt so alle auf einmal auspacken, sondern wie Tim schon sagte, wir machen das so reihum und dass man sich auch für den anderen freut und dass man sich vielleicht auch was Geschenk anguckt und dass wir halt wenigstens an Weihnachten keinen Zeitpunkt haben. Außer halt, als ich noch in der Pflege gearbeitet habe, war das manchmal echt doof, weil alle hatten frei und ich halt nicht und dann haben sich immer alle so nach mir natürlich gerichtet, wenn ich irgendwie Spätdienst oder Frühdienst hatte. Aber wenn man nicht arbeiten muss, dann ist das halt echt toll und wichtig, auch gerade an Weihnachten, dass man sich wirklich mal die Zeit nimmt mit seinen Liebsten und nicht halt auf die Uhr die ganze Zeit gucken muss und jetzt muss ich schon wieder los oder so. Ja, dieses Jahr hast du frei. Dieses Jahr jetzt. Ja! Das erste Mal, wo du wirklich dann frei hast, wo du dich nicht hetzen musst, wo du weißt, du hast wirklich die Weihnachtstage frei. Und ich finde das auch schön, auch selbst wenn man nicht Weihnachten feiert. Es ist halt hier so in diesem, ja, so eine Tradition. Aber man kann ja auch die Tage anders schön verbringen. Und Geschenke zu schenken, das ist halt, man muss das schon würdigen, finde ich. Und dann sollte man sich schon Zeit lassen, weil man muss das ja nicht machen. Und ich finde, es sollte wirklich so einen Tag im Jahr geben, wo man wirklich, wirklich eben sich auch die Zeit mal nimmt füreinander. Zusammenzusitzen, zu reden. Ja, ja, aber ich finde es jetzt aber trotzdem auch nicht so, dass man sagt, man würdigt das nicht, wenn Tim sein Geschenk auspackt und währenddessen packe ich meins aus. Und man guckt so, ah, cool. Und dann sagt man so, guck mal, ich habe das Geschenk bekommen. Und so, ja, und ja. Ich meine, es ist jetzt auch nicht, es ist nicht das Spotlight auf das Spotlight im ganzen Raum, aber es ist jetzt auch nicht so von wegen I don't care.
Aber gleichzeitig haben wir ja auch so ein bisschen... Ja, wir sind alle da. Es ist ja auch so ein bisschen weniger geworden oder was, denn ich glaube, das längste Weihnachten ging über 6 Stunden. Wo wir 6 Stunden lang ausgepackt haben, immer reihum. Mein Geschenk wurde geklaut. War das nicht letztes Jahr? Mein Geschenk ist weg. Ich wurde bestohlen. Da liegt doch noch ein... Ich hab das. Ich hatte das doch eingesammelt. Ja, guck. Du, das Geld ist auch weg. Das musst du wieder hinlegen. Das Geld ist weg. Du weißt so was? Meine Geschenke sind wieder in der Tasche. Warum ist das alles weg? Ja, weil weg? Tim weg ist. Deswegen ist das wieder zurück. Ich hab's nicht Stand. Genommen. Hast du das bei dir drin? Ich hab's nicht nein, genommen. Nein, du hast es noch in deinem Sack. Nein, hier ist nein, noch nirgends. Nein, es ist halt wieder zurückgesetzt. Ihr habt das alles halt wieder im Inventar. Ich hab meine Geschenke, die ich geschenken wollte, wieder bei mir im Sack. Das hab ich dich gerade eben gefragt. Hast du zu mir gesagt, nein, du hast was im Sack? Ich so, nein, ich hab nichts im Sack. Mein Gott. Doch, du hattest doch Geld. Wo stehst du denn jetzt? Hier, da sind meine Geschenke. Wo? Du hast dein Alter. Geld wieder drin. Ja, hier, Kinder, dann kommt jetzt noch mal her. So, Tim, deins ist das Blaue. Oh Gott. Aber wo sind denn jetzt beide Geschenke? Oh, meins? Deins ist das Rosa von Jill. So. Mann, wo sind deine Geschenke? Ich sehe gar nichts. Ich hab deinen schon. Du kriegst nichts. Das ist keine Leiter mitgebracht. Ich hab deinen schon. Ihr müsst ich hab deins aber nicht. Du hast doch das Lila gekriegt. Ach da. Geh weg. Geh weg. Und ich hab noch für jeden eine tolle Blume. Ihr seid nicht auf meiner Ebene. Upsi. Weil wir buckelig sitzen. Nicht. So, jetzt sitze ich wieder. Hier ist noch ein blaues Geschenk. Das ist für Tim. Was? Marvin, das ist dein. Ach, das ist dein. Hier unten liegen auch Geschenke, aber es ist also es kommt aus Papier an. Das ist ne? Also blaues, es ist ein, Tim. So, Geschenk. Da hinten Geschenk. Siehst du das Blaue da? So. Da ist so ein blaues Geschenk. Ich so Unkraut mitgenommen. Unkraut? Was ist das für Weiße hier? Ja, das sind von mir. Also am besten nicht aufmachen, sondern angucken. Ist ein schönes Papier mit einer schönen Schleife. Das ist das Geschenk. Sammelt ein. Ich gebe euch hier eure Geschenke. Ja, und ihr müsst eure Blümchen noch einpacken. Warum sind denn die Blümchen? Ich habe Blumen eben eine mitgebracht, aber was habe ich denn für eine? Welche? So, Marvins Geschenkpapier hat Sterne drauf. Mein Geschenkpapier ist das Schönste. Jill nimmt sich gleich alle. Jill, welches ist denn meine Blume? Deine ist die Hyacinthe. Die Hyacinthe? Was? Danke. Sie ist die Hyazinthe, da wüsste ich auch sofort, was ich einsammeln muss. Hier so ein Geschenk. Das ist meins. Ui. Ich mach immer den scheiß Chat auf. So. So, jetzt packen. Ich will auspacken. Ich will meine Blume noch einpacken. Reihum bitte. Ich hab einen Eisbaum. Ich hab einen Eisbaum. Oh, man kann nichts aufstellen, während Besuch da ist. Wie schön. Aber nicht alle auf einmal. Okay, nächstes dran. Man kann eh nichts aufstellen, aber das sieht man dann ja eh nicht, ja? Ja, das stimmt. Okay. Ich pack aus, Woody. Ich habe einen Mr. Flamingo. Ist das so ein Flamingo, den man aufstellen kann? Mhm. Ja, das Lustige ist, wusstet ihr das? Also, Mama hat zum Beispiel andere als ich. Sie hat so hellrosa. Und den jetzt zum Beispiel, den ich ihr jetzt geschenkt habe, ist ein anderer. Das ist so ein pinker, der sieht anders aus. Ich hab dem noch die Leiter unten. Wir haben meine jetzt auch weggetan. Ja, also stehen hier alle mit den Leitern. Es ist eine Handwerkerfamilie, ne? Das merkt man. Alle, jeder du bist dran, Tim. Okay, auspacken. Hellblau. Eine Palmenlampe. Ach, dankeschön. Süß. Die ist sie von mir. Ist sie eine große, kleine Palme? Wie muss ich mir das vorstellen? Groß. Oh, die ist schon ziemlich groß. Kannst du drunter stehen? Baum. Geil, danke. Ja. Bitteschön. Werde ich nicht nass. Jill, du bist dran. Achso, Mama, bist du bei der Kippma? Dann pack ich das Lila noch aus. So. Ah, süß! Oh! Das ist von mir. Das ist von mir. Dankeschön. Das habe ich noch nicht. Ja, das so ist aber ich mal echt. Könnte auch von Pammy sein. Glitzer vorne. Das hatte ich auch mal zu Weihnachten an früher. Das war auch richtig schön. Das stimmt. Sieht so ähnlich aus. Süß. Was habe ich hier noch? Na? Oh, ist so weg. Immer das Gleiche. Oh. Wer kennt es auch? Muschelwandschirm. Wäre ich auch nicht platzieren können. Von wem ist das Rosane gewesen? Von Jill. Ja.
Süß. Der ist groß, der Muschelwanz. Ja? Ja, ja. Ich stelle den auf den Tisch. Sehr groß. Ich pack aus. Ein Eistisch. Der ist von mir. Was ist das für Eistisch? Wie muss ich mir das vorstellen? Der ist aus Schneeflocken. Das ist ein Riesending. Och man. Und Eis. Oh, wie süß. Hübsch. Oh. Muss man im Sommer reinholen, ansonsten hat man nicht so lange was davon. Mhm. Dankeschön. Mutti ist. Oh, ich so Angst. Ich so winken. Jetzt hab ich lieber Schluck. Hab ich überhaupt noch ein Geschenk? Oh. Ich hab doch sonst. Das machst du. Geld. Eisenerz. Cool. Geil. Wie oft hat man schon mal Eisenerz? Das kann man schon mal schenken. Jill ist dran. Uiuiui, so. Piu, piu, piu. Oh, ein Fossil. Ja, danke schön. Ein was? Bin ich mal ein Fossil. Bitteschön, ist ein Geschenk im Geschenk. Bin ich mal gespannt, ob ich das schon Mensch, hat. Nee. Kann man gut gebrauchen, kann man sonst kein Haus bauen. Liebs, danke. Du hast das rausgefallen, das will ich haben. Was ist das? Was ist das? Da fallen Weihnachtskugeln raus. Schüttel den Weihnachtsbaum. Lauschmuck. Da noch eine. Nein. Schüttel den Weihnachtsbaum. Warum gehst du denn hier alle zu den Bäumen? Wir so, Also, was hast du ausgepackt? Was ich ausgepackt habe? Eine Weihnachtskugel. Oh. Die kriegt alle Marvin, wir sammeln die nur für dich. Rennt zum Weihnachtsmann. Was liegt hier? Eine Purpamora. Ah. Oh, kann man die dann ausmachen? Ach, Leute. Oh. Ich hab geschüttelt und Marvin hat aufgesammelt. So gehört sich Pass auf, dass die Wespen nicht kommen, Schatz. Nachts? Schatz, die Wespen. Schatz, oh! Oh, hab ich Katzenkras. Wer braucht Katzenkras? Katzenkras? Ja, kalt. Oh Gott. Du hast so viel Glühwein getrunken. Peng gleich ein. Du hast auch noch Amaretto reingemacht, das war's. Ich hab gar nichts davon getrunken. Wieso seid ihr denn so Schnappis? So, kommt, jetzt singen wir was. Okay. Oh, gut, dann singen wir jetzt was. So. Oh, nein, die fröhliche. Oh, du selige. Braten bringende Weihnachtszeit. Also das erste Mal. Wer ging verloren? Ist noch zu früh. Oh, ich schlag dir gleich den Controller über. Es reicht. Es war lustig. Freue dich, oh Weihnachtszeit. Tim, ist gut. Link übrigens zu einem richtig, richtig guten Weihnachtsalbum. Selbstverständlich von mir und meinem besten Freund selbst gemacht in den Kommentaren unten. Hört's euch an, spielt es laut den Großeltern vor und den Eltern den ganzen Tag und freut euch. Vermöbelt zu werden, super. Wie heißt ganz das toll. Mal ein bisschen promoten. Ich nutze selbstverständlich jede Art, die ich kriegen der kann. Jeden Tag. Ganz offensichtlich in Werbung. Jedes Jahr machen wir in unserem Weihnachtschannel Weihnachtszauber von White Mountain. Ein neues, weiteres Projekt. Unter anderem den tollen Schlitten, den ihr auch in der Roomtour gesehen habt. Mein Gott. Und Plätzchen backen. Plätzchen backen. Es wird richtig viele tolle Sachen geben. Auch dieses Jahr wieder. Kommt mal vorbei. Guck mal, wir haben einen YouTube-Channel. Oh Gott, wieso machst du die Mutten? Weiß ich nicht. Oh, ich will auch. Da unten liegt ein betrunkener Seemann. Ich glaube. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo wir... Wer muss stehen bleiben? Du! Ich renne im Kreis, wo bist du denn? Hier, Katzenkras! Da liegt ein Mond, da liegt ein Seemann. Da liegt ein Seemann und ist betrunken. Am Strand, Kinders. Kommt mal alle nach links. Nach Westen. Der hat doch zu viel gefeiert. Ich glaube, der hat zu viel Der hatte einen zu viel, der liegt hier so halb im Wasser. Zückt eure Leitern und kommt herunter. Jill, ist dir nicht ein bisschen frisch in deinem Feenkostüm? Ah. Ja, jetzt zieh mich gleich um. Keke, komm her. Bis ich da bin, ist er weg. Der lügt ja doch. Bis ich da bin, ist er weg.
Was wird der wohl machen, wenn wir ihn jetzt alle vier... Wollen wir den mal alle vier aufwecken, mal gucken, was passiert? Kann man ihn anbrüllen? Weil ich kann, glaube ich, nicht brüllen. Ich glaube, der reagiert nur auf Marvin. Marvin, du musst ihn mal ansprechen. Was der macht, wenn wir alle vier drum stehen, wahrscheinlich gar nicht. Ja, ich brülle mal ein bisschen an. Nimm mal deinen Wurm. Mein Wurm? Oh, da ist auch noch so ein kleiner Weihnachtswurm. Und hol noch Zündchen. Die Mütze hat er schon wieder abgeschüttelt. So, er hatte Freunde. So eine schöne Weihnachtsmütze, aber jetzt hat er sie abgeschüttelt. Wie wollen wir? Muss mal ins Bett. Wieder. Freunde. Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Boah, zum 50. Mal, aber ja. Ja, das kann man nicht oft genug sagen. Und genießt es mit euren Liebsten. Und wenn ihr nicht feiert, habt trotzdem einen schönen Tag. Genau. Yes. Schöne freie Tage hoffentlich. Hoffentlich freie Tage. Genau. Ja. Yes. Macht's gut. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und bleibt gesund. Ja, vor allen Dingen gesund und munter. Genau. Yes. Liebt, beste Chaos-Auto der Welt. Der Hund pennt auch schon ein. Er so, Kiki guckt immer so. Wir gehen jetzt alle schlafen. Wieso gehen wir jetzt alle schlafen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.